Durchgezappt. Das Mimimi der Woche. Eine illustre Runde war das letztens bei Markus Lanz im ZDF. Unter anderem mit dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert, links natürlich. Und gleich daneben, rechts, Guido Reil, AfD-Kandidat für die anstehende Europawahl. Und der Guido hat sich auch richtig gut vorbereitet auf die Themen in der Sendung. Zum Beispiel zum Klimawandel. Haben Sie Leute, die sagen, Wissenschaftler, ernstzunehmende Leute, die sagen, da gibt es gute Gründe daran zu zweifeln. Das kann man, diese Kausalität gibt es nicht. Gute Wissenschaftler, die das sagen. Nennen Sie einen Namen. Also das Klimathema ist jetzt nicht mein Thema, ich bin Bergmann. Ich kann Ihnen was über Kohle erzählen. Klar, Kohle, wichtiges Thema. Könnte vielleicht etwas mit dem Klimawandel zu tun haben. Und was sagen Sie zum Fachkräftemangel, Herr Reil? Durch die Europolitik haben wir in Griechenland, Italien, Spanien, Portugal eine extrem hohe Arbeitslosigkeit. In Griechenland erleben wir, dass wir das fast eine ganze Generation von Menschen verloren haben. Wir reden über 30-40% Jugendarbeitslosigkeit. Ja, und richtig. Ich würde diese Menschen gerne anwerben. Aber wissen Sie, wir brauchen dringend Fachkräfte. Aber wissen Sie, dass ein großer Teil von denen ist ja schon hier? Wo? In Deutschland. Ach, oh, das ist ja ein Ding. Na Mensch, lief doch top für Guido Reil. Und trotzdem meckert er über das ZDF. Wie hätte er denn auch ahnen sollen, dass es bei Talkshows Vorgespräche gibt? Die haben mich in dem Gespräch analysiert, wo ich meine Schwächen habe. Wird Reil in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung zitiert. Und weiter? Mit Kühnert haben die sich vorher abgesprochen. Alle seine Antworten kamen wie aus der Pistole geschossen. Das war eine ganz miese Tour. Ja, vorbereitet in eine Live-Sendung zu gehen, das ist echt mies von dem Kevin. Aber der Guido hat daraus Konsequenzen gezogen. Ich werde nie wieder Vorgespräche führen. Stimmt, eine Antwort passt immer. Ist jetzt nicht mein Thema, ich bin Bergmann. Ich kann Ihnen was über Kohle erzählen. Das Streitgespräch der Woche. Peter Voss, hier ungewöhnlich in der roten Ecke, 14 Jahre lang Intendant beim Südwestrundfunk. In der blauen Ecke, Hermann Eicher, Justiziar beim SWR. Die zwei haben was zu klären. Es geht um die Wahl des neuen Intendanten im Mai. Nur noch zwei von einst fünf Kandidaten sind im Rennen. Das geht nicht, sagt Voss und holt zum ersten Schlag aus. Jedenfalls bleibt im Dunkel, warum die SWR-Gremien sich jetzt quasi selbst aushebeln und ihre eigene Kompetenz unterlaufen. Bam, der hat gesessen. Runde 1 geht an Voss, doch Eicher kontert. Dieser Peter Voss wähnt sich nun im alleinigen Besitz der Wahrheit und bleibt gleichzeitig jeglichen Beleg für seine Verdächtigungen schuldig. Uff, voll auf die 12. Kann der Altintendant noch einmal zurückkommen? Landet er einen Treffer? Ja, tut er. Das alles wirkt hilflos und unsouverän. Und haben Sie das nötig? Was für ein Kampf. Wir freuen uns schon auf Runde 4. Und die FAZ auch. Denn die vermarktet den Kampf schließlich.